der Thüringer Wald. Bei Steinach, am Rande des Schiefergebirges. Hier ist mein Garten, in 600 Meter Höhe, steil, steinig, heiß und trocken. Zumindest im Sommer, aber der ist in Steinach sehr kurz. Wohlfühlen will ich mich hier aber das ganze Jahr, möglichst ohne große Anstrengung. Denn hier will ich wandern, entspannen, faulenzen. Mein Garten am Hang soll ein reiner Erholgarten werden, ohne Gemüse und Obst, aber hübsch und pflegeleicht. Und dabei zähle ich auf Ihre Hilfe. Versuchsingenieurin Cornelia Patzerlei vom Lehr- und Versuchszentrum Gartenbau Erfurt. Ah, Frau Patzerlei, schön, dass Sie da sind. Hallo, ich komme runter zu Ihnen. Hallo, Herr Heiß. Schwierige Bedingungen sind Ihre Spezialität. Ah, Frau Patzerlei, wie kriege ich das hin? Einen Erholgarten, der schön ist, aber wo ich möglichst nichts machen muss. Und ich habe hier drüben nämlich schon mal angefangen und habe hier zum Beispiel versucht, Rosen zu pflanzen, ja, und den Hang hier ein bisschen abzudecken und zu sichern. Das hat nicht wirklich geklappt. Ja, aber da haben Sie sich auch eindeutig für die falschen Pflanzen entschieden, Herr Heiß. Denn das sind Edelrosen. Die stehen im Rosenbeet am Haus, aber nicht an so einem Hang. Ja, das sind also Diven. Ja, um die müssen Sie sich richtig kümmern. Und das wollen Sie ja in Ihrem Garten nicht. Ah, das ist eine Prinzessin sozusagen. Aber was pflanze ich denn dann hin, was hier schön wäre? Also hier kann ich zum Beispiel mit Wildrosen arbeiten oder auch anderen bodendeckenden Gehölzen, die auch Ausläufer treiben. Und diese Wildrosen, die würden dann mit diesen Standortbedingungen hier zurechtkommen? Ja, die machen Ausläufer und die würden halt durch ihre Ausläufer würden die das richtig verbauen. Ja, es gibt also Hoffnung für meinen Hang und wir sind ja noch gar nicht mal richtig drin im Garten. Also zeige ich Frau Patzerlei jetzt mein ganzes Reich. Den größten Raum nimmt die naturgewachsene Wiese ein, die meine Expertin sofort dazu anregt, sie genauer zu untersuchen. Wie gehe ich jetzt hier am besten vor, Frau Patzerlei, damit ich hier die richtigen Pflanzen auswähle? Also das Wichtigste, um einen pflegeleichten Garten zu haben, ist ja immer mit der Natur zu gärtnern und nicht gegen die Natur. Was heißt das? Ich gucke natürlich erstmal, schaue, was wächst denn hier schon? Welche Arten? Und da fallen mir hier viele eines typischen Magerrasenstandortes auf. Mit solchen Zeigerarten wie hier diesem Sandthymian oder diesem Ferkelkraut oder hier auch der Schafgarbe. Und die weisen auf den Lebensbereich trockene Freifläche hin. Eine magere, trockene Bergwiese also. Wir schauen noch ein bisschen weiter hoch, in den Teil, der schon von meinen Gartenvorgängern angelegt wurde. Was mir aufgefallen ist, dass Rhododendren hier in dem Gebiet sehr, sehr gut wachsen. Ja, also der Rhododendron ist ja auf sauren Boden angewiesen. Und wir haben ja hier Schiefergestein und daraus entstehen saure Böden. Deswegen kommt er hier ganz gut zurecht. Neben dem Rhododendron wächst Heidekraut, auch ein Anzeiger für saure Erde, die typisch ist für das Gebiet um Steinach, das übrigens für seine qualitätvollen Schiefertafeln und Schiefergriffel einst sehr berühmt war. Aber nicht alles, was unter diesen Bedingungen hier gut gedeiht, gefällt meiner Expertin Cornelia Patzerlei. Und das Zeug hier, diesen Cotoneaster, den schmeißen Sie mal ganz raus. Aber der wächst doch super. Also ich meine... Aber das ist erstens mal aus einer ganz anderen Zeit. Das sind so die ABC-Gärtner, wissen Sie? Asphalt, Beton und Cotoneaster. Und dazu wollen Sie ja nicht gehören. Und außerdem kommt dann hier auch irgendwie die Disteln und Zeug kommt durch. Aber die Pflanzen, die wir wollen, die kommen nicht. Und der macht sich immer breiter und macht Ihren ganzen Garten kaputt. Was jetzt noch fehlt, ist eine Bodenprobe. Cornelia Patzerlei zeigt mir eine einfache Methode, wie man die Bindigkeit, also die Wasserhaltefähigkeit eines Bodens, beurteilen kann. Nehmen Sie ruhig mal so ein bisschen. Ja. Da kann man jetzt auch mal diese Probe machen, wie bindig der Boden ist. Das heißt, ich nehme mir ein bisschen Boden und rolle den. Ja, forme den, so wie wir das gelernt haben als Kinder. Bei mir verbröselt alles. Dann können wir sehen, also es klebt noch ein bisschen, aber nicht so stark, also ist es ein sandiger Lehm. Sandiger Lehmboden. Ja. Mit diesen Erkenntnissen ausgestattet, würde ich jetzt gerne die passenden Pflanzen kaufen und loslegen. Aber meine Expertin erklärt mir, dass ich zuerst noch Struktur in meinen Garten bringen muss. Sie rät mir, mehrere Wege parallel in den Hang zu ziehen. Die Abschnitte dazwischen können dann unterschiedlich bepflanzt werden mit allem, was zu sandig, lehmig, sauer, mager und trocken passt. Mittendrin soll ich eine Terrasse anlegen. Von hier aus kann man den Garten dann in alle Richtungen genießen. Und auch den Aufstieg zum Haus soll ich rhythmisch gliedern. Das
klingt jetzt aber doch nach ziemlich viel Arbeit. Ja, aber ohne Fleiß kein Preis. Und nur so ist es wirklich ein Garten zum Erholen und zum Erleben. Gut, ich danke Ihnen erstmal für die vielen Tipps für heute. Und ich freue mich schon auf nächstes Mal. Dann bis zum nächsten Mal. Okay. Tschüss. Frau Pazella geht und ich bleibe heiß am Hang und muss mich jetzt dringend ein bisschen erholen und träumen. Zum Beispiel davon, dass wenn ich dann wieder die Augen aufmache, mein Garten wie durch ein Wunder schon fertig sein wird.